Hi everyone, I'm Smiley Pisvan and today's video will be in Swiss German. So dicke Video wird in Schweizerdeutsch, but you can as always find English subtitles here on YouTube. Es werden englische Untertitel hier sein. Genau, mal wieder ein Video in Schweizerdeutsch. Ich freue mich mega drauf. Und heute geht es mal wieder um Escape Rooms. Wenn ihr nicht wisst, was Escape Rooms sind, dann verlinke ich euch ganz viele Videos, verlinken, die ich schon gemacht habe, wo ich das noch ein bisschen genauer erkläre. Das sind die Rätselräume, die man machen kann. Gibt es mittlerweile in fast jeder grösseren Stadt. Und ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich eigentlich erzählt habe, dass ich mittlerweile über 100 Spiele gespielt habe von diesen Escape Rooms und mich meine Top und Flops in der Schweiz von diesen Räumen vorgestellt habe. Und das heutige Video wird wie ein Nachfolger von diesem Video. Also falls ihr das erste Video nicht gesehen habt, verlinke ich das auf jeden Fall noch. Verlinken. Aber heute kann ich verkünden, dass es jetzt mittlerweile schon über 200 Escape Rooms sind, die ich gespielt habe. Und ich habe gefunden, das ist wieder so ein Meilenstein, wo man ein Update-Video machen kann, wo ich euch wieder erzähle, was ich so für tolle und nicht so tolle Spiele in der Schweiz gespielt habe. Wie schon im letzten Video möchte ich zuerst mit ein paar coolen Fakten und Zahlen starten. Ich habe ja in meinem letzten Video gesagt, dass ich von 100 Räumen, die ich gespielt habe, 85 auch innerhalb des Zeitlimits rausgeschafft habe. Es ist mega cool, ich habe mich nämlich sogar ein bisschen verbessert. Vom Spiel 101 bis 200 habe ich nämlich 89 geschafft. Das ist nochmal ein bisschen besser als die 85 von den ersten 100 Spielen. Im letzten Video habe ich auch gesagt, dass wenn man so 60 Minuten Zeit hat, um aus diesen Escape Room rauszukommen, dass meine Durchschnittszeit über alle 100 Spiele bei 48 Minuten und 47 Sekunden liegt. Und natürlich ist auch hier die Frage, kann ich jetzt nach 200 Spielen meine Durchschnittszeit verbessern können. Im Spiel 101 bis 200, wenn man sich nur dort die Durchschnittszeit anschaut, dann sind wir bei 48 Minuten und 36 Sekunden. Das heisst, auch dort habe ich mich tatsächlich verbessert, wenn auch nur im Durchschnitt ein paar Sekunden. Aber ganz egal, ob ihr in 30 Minuten rauskommt, ob ihr in 59 Minuten rauskommt. Wichtig ist, dass ihr Spass habt. Aber wenn wir es mal nicht schaffen, darf man nicht den Kopf hängen. Auch ich, der schon so viel Escape Room gespielt habe, habe immer mal wieder Spiele, wo ich einfach offensichtliche Sachen nicht sofort checke. Das gehört einfach ab und zu dazu. Das ist auch immer mega tagesformabhängig. Das ist abhängig von den Leuten, die man zusammen spielt. Jetzt, wieso soll genau ich über Escape Rooms in der Schweiz erzählen? Die meisten wissen es, ich habe nicht nur ganz viele Escape Rooms in der Schweiz und weltweit gespielt, sondern ich arbeite auch als Game Master für einen Escape Room Anbieter. Ich bin aber auch freelancermässig Escape Room Designer oder Escape Room Rätsel oder Room Designer. Und ich habe sogar meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie Lerneffekte von Escape Rooms in Unternehmen eingesetzt werden können. Das heisst, das Thema Escape Rooms beschäftigt mich doch schon ein bisschen mittlerweile. Eine der grössten Veränderungen zum letzten Video ist, dass ich jetzt auch für einen der bekanntesten Escape Room Blogs weltweit darf schreiben, nämlich für Room Escape Artists. Also wenn ihr Englisch versteht, geht auf jeden Fall mal auf Room Escape Artists schauen. Dort gibt es das sogenannte Hive Mind Format, wo ich darf mitschreiben, wo wir über Escape Room Spiele berichten, die rauskommen und die testen und unser Feedback dazu geben. Eine riesengroße Ehre, dass ich dort darf mit dabei sein und mitwirken. Dass ich jetzt also auch am Bloggen bin und nicht nur am Video machen, freut mich mega fest. Und es gibt so zwei, drei kleine Änderungen zum letzten Video, wie das Spiel in drei Kategorien eingeteilt. Und zwar schlechte Spiele, mittelgute Spiele, die weder besonders toll noch besonders schlecht waren und besonders gute Spiele. Und ich habe gefunden, zu den mittelguten Spielen muss ich wenig viel sagen. Das ist so, hey, ja, die Spiele kann man mal machen, es gibt aber auch bessere, aber sie sind nicht schlecht. Ja, zu denen muss ich wenig viel sagen. Ich tue mich vor allem darauf konzentrieren, noch etwas über die besonders schlechten und die besonders guten Spiele zu erzählen. Die meisten haben letztes Mal auch gefragt, ob ich über meine Escape Rooms, die ich in anderen Ländern gemacht habe, berichten kann. Das heisst, ich tue zuerst über alle Schweizer Spiel reden, die ich gemacht habe und dann am Schluss auch noch über meine Spiele, die ich in Amerika, in Frankreich und in Deutschland gemacht habe, dort auch noch mal so ein kleines Top und Flop und Mittelfeld nicht zeigen. Wie immer möchte ich bei solchen Meinungsvideos auch einen kurzen Disclaimer machen, weil das ist und bleibt meine Meinung. Das sind nicht Fakten, die ich euch hier erzähle, sondern das sind meine persönlichen Erlebnisse, die ich hier berichte. Nur weil ich nicht mehr ein wahnsinnig tolles Spiel hatte, heisst das nicht, dass ihr automatisch auch eine tolle Erfahrung macht. Nur weil ich nicht mehr ein absolut schlechtes Spiel erlebt habe,
heisst das nicht, dass alle dort in ein schlechtes Spür leben. Manchmal funktioniert einfach irgendetwas Technisches nicht. Aber am nächsten Tag würde es wieder funktionieren. Oder der Spülleiter hat vielleicht keinen guten Tag. Da stecken am Schluss einfach Menschen dahinter. Und die haben auch mal einen guten und einen schlechten Tag. Absolut verständlich. Es gibt Spiele, wo ich das Rätseldesign dafür gemacht habe, Räume, die ich konzipiert habe. Über diese Spiele rede ich nicht in diesem Video, weil das wäre ein bisschen komisch, wenn ich über meine eigenen Spielkonzepte ranken würde. Wäre auch irgendwie unfair. Weil logisch gebe ich nur Spielkonzepte raus, die ich selber auch gut finde. Spiele, die ich selber gemacht habe oder mitdesignt habe, kommen in diesem Video nicht vor. Genauso kommen auch Escape Quest und Adventure Room Solothurn nicht in diesem Video vor. Schaut euch auf jeden Fall das erste Video an, wo ich so Top and Flop Escape Rooms in der Schweiz gemacht habe, weil ich dort genau erkläre, was genau die Firmen für unseriöse Sachen gemacht haben, wo ich mich dazu entschieden habe, dass ich mit denen nicht wirklich etwas zu tun habe. Also für mehr Infos in das Video überschalten. Ansonsten, das letzte, bevor wir noch loslegen, ich habe von jedem Spiel so eine kleine Postkarte, also ein Foto, das ich euch zeige. Ein paar haben sich aber gewünscht, dass ich in diesem Video, wo ich von Top and Flop Escape Rooms rede, noch mehr Videomaterial und noch mehr Fotos von den Räumen zeigen soll. Und das ist einfach fast nicht möglich, weil Escape Rooms sollen auch immer noch eine Überraschung bleiben. Das heisst, Filmen oder Fotos in Escape Rooms ist eigentlich so gut wie nie erlaubt. Oder dann nur in sehr, sehr grossen Ausnahmefällen. Ich kann euch einfach die Postkarte zeigen mit dem Gruppenfoto, das wir in jedem Spiel gemacht haben. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an aus erstes mit dem Flop-Spiel in der Schweiz. Oh, es fällt schon das erste an. Es fällt schon toll an. Hier haben wir Adventure Rooms in Basel mit dem Spiel Horizon. Adventure Rooms Basel einfach von mir keine Empfehlung. Wir haben einfach keine gute Spielleiterin gehabt in diesem Spiel. Weil wir sind hier ohne Probleme bis zum letzten Rätsel gekommen und haben dann noch über eine halbe Stunde Zeit gehabt, für das letzte Rätsel zu lösen. Die Spielleiterin hat uns einfach keine Hinweise gegeben. Wir sind eine ganze halbe Stunde an einem einzigen letzten Rätsel gehangen. Sie hat uns nachher auch verlieren, das Spiel. Und das ist einfach keine gute Spielleitung. Du lässt etwa nicht 30 Minuten am gleichen Rätsel hängen. Auch wenn es das letzte Rätsel ist, das macht man einfach nicht. Das ist kein guter Spielleiter in meinen Augen. Auch nicht wirklich so toll ist gesehen, die Escape in Bern mit dem Game of Stones. Also du musst nicht wirklich etwas wissen von Game of Thrones. Es ist so ein bisschen danach dekoriert. Das Spiel ist aber relativ klein. Es ist auch so ein eingekauftes Spiel aus dem Ausland. Also es ist nicht wirklich toll. Wir haben einen Elektromagnet, wie aus Versehen schon zu früh ausgelöst, obwohl wir das Rätsel gar noch nicht fertig gelöst haben. Aufmachung hat mir recht, ja, nicht billig dünkt, aber auch nicht wirklich jetzt mega speziell. Es ist einfach für mich ein sehr vergessliches Spiel. Dann habe ich hier in St. Gallen Escape Company und das ist das Spiel Lost Island. Jetzt hat Escape Company, die sind grundsätzlich mega nett gewesen eigentlich. Und die Spiele sind auch größtenteils recht okay bis gut. Aber bei Lost Island sind wir wirklich ein bisschen enttäuscht gewesen. Es hat so etwas Beamer-ähnliches, wo man muss einschalten, so gegen Ende vom Spiel. Und der ist kaputt gewesen. Es hat wie ein Rätsel, das durch das übersprungen hat müssen werden. Und sie haben irgendwie keinen Ersatz gehabt für das überspringende Rätsel. Und wir sind so durchgestanden, haben ein Schloss aufgemacht, haben etwas gefunden und es ist einfach nichts passiert. Und dann ist plötzlich so gesehen, so, yeah, der hat es geschafft, das ist fertig, wuhu. Und mir ist so, hä? Aber das hat ja gar nicht funktioniert, das hat ja noch gar nicht gemacht. Und erst so nach ein bisschen Fragen haben wir herausgefunden, dass das kaputt ist. Und anstatt irgendein Ersatzrätsel zu haben oder irgendeine Ersatzmechanik, ist das Spiel einfach an diesem Spiel plötzlich abrupt fertig. Wir haben auch keinen Rabatt bekommen, dass etwas kaputt ist. Also es ist meiner Meinung nach nicht sehr professionell gelöst, dass dort etwas kaputt ist. Da sind wir leider ein bisschen enttäuscht. Dann hier habe ich in Frauenfeld Escape Frauenfeld mit King of Narcos. Dort ist einfach die Rätsel sind okay gewesen. Es ist einfach ein sehr kleiner Raum. Nicht wirklich etwas mega Spezielles. Mir ist so vorgekommen, als ob das Spiel so ein bisschen veraltet ist. Sagen wir es mal so. Dann hier habe ich Room Escape in Basel mit dem Burg Drachenfels. Der Grund, wieso ich das nicht empfehlen kann, es ist so ein bisschen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Weil die Idee und die Aufmachung ist eigentlich mega schön. Es ist ein Spiel für eine sehr grosse Gruppe. Schlungige
Gänge und technische Sachen und Sachen, wo man Geschicklichkeit braucht und so. Das Spiel ist wahrscheinlich einfach zu schwer, meiner Meinung nach. Also wir haben es in der Testvariante gespielt, wo sie noch dran waren, das Spiel zu testen, bevor sie es veröffentlichen. Das sind echt zum Teil Sachen, wo, wenn du das Rätsel verstanden hast, und das ist eigentlich der lustige Teil, dass du herausfindest, was du machen musst, dass es aber nachher zum Machen einfach noch zum Teil mega lang braucht. Wenn du irgendwie herausfindest, hey, ich muss hier so etwas anlegen und damit etwas verschieben, dann ist das der lustige Teil, dass du das herausfindest. Aber wenn du das nachher fast 10 Minuten lang, 4 Stunden lang musst machen, bis es irgendwann richtig ist, dann ist das nachher nicht mehr der lustige Teil. Obwohl es eine mega coole Aufmachung ist, ich finde, es hat sich dort einfach ein bisschen übernommen. Und dann habe ich hier noch Camp Gang 188 in Zürich, oder ich glaube es in Winterthur sogar, mit dem Spiel Meteor. Das Spiel, die Idee ist lustig, es war einfach ein bisschen böig gemacht, es ist recht miefige Kauermässig und die Dekoration in diesem Raum ist einfach nicht wirklich so up-to-date. Darum hier auch eher ein weniger eine Empfehlung für das Spiel. Jetzt kommen hier die mittelguten Spiele. Das bedeutet einfach, dass das Spiele sind, die nicht schlecht sind, die aber auch nicht wahnsinnig mega toll sind. Die tue ich euch einfach alle mal kurz zeigen, dass ihr wisst, dass ich die einfach so mittelgut finde. Dann hätten wir Adventure Rooms in Bern mit Lost of Time. Dann auch Adventure Rooms in Bern mit dem Tresor. Dann Adventure Rooms in Bern mit Tschernobyl, dann Adventure Rooms in Baden mit The Lost Circus, dann Adventure Rooms in Bern mit Boys and Girls, dann von Camp Gang 188 ihre Online-Escape Room. Ich weiss nicht, ob sie denen anbieten. Was erst mal angeordnet ist, dass alle sollen daheim bleiben. Dann hat Camp Gang 188 so eine Online-Escape Room gemacht. Auch der einfach so eher im Mittelfeld. Dann das gleiche hier von Adventure Rooms, hat es auch so ein Online-Spiel gegeben. Auch das ist eher so in Mitte für mich. Dann von Escape Company in St. Gallen, Mystic Temple. Escape Company mit Prison Breakout, auch in St. Gallen. Dann, da hat es leider kein Foto gegeben, aber das ist in Langenthal die vierte Wand. Da Murmum Quartus, oder wie man das nennt. Auch nochmal von der vierten Wand in Langenthal, das Syndikat. Also, mässiges Mittelfeld. Dann habe ich hier alle drei Games von Hidden in Zürich, nämlich der Game Unschlupf, Nationalbank und Murphy's Pub. Auch von Escape Company, aber das mal in Luzern, The Top Secret Room, von The Escape in Band, The Time Machine, von Heimgang 188 in Zürich nochmal das Sherlock-Spiel, ist auch im Mittelfeld. In Frauenfeld von Houdini Escapes, Gefängnisspiel und von The Riddle in Luzern, The Dinner, auch im Mittelfeld. Dann kommen wir jetzt zu meinen Top-Spielen, also die Spiele, die ich eigentlich besonders einen grossen Daumen aufgebe, wenn ihr die in der Schweiz spielen wollt. Hier hätten wir Time Maze in Baden. Mit dem Beutezug und aber auch noch die verbotene Stadt. Beide Spiele einen grossen Daumen auf. Super schöne Story, super schöne Einrichtung. Das eine Spiel, das zeigt, das muss nicht immer alles super mega Hightech sein und es ist wirklich trotzdem eine tolle Erfahrung gewesen. Und das andere Spiel hat wirklich recht krasse Elektronik zum Teil dahinter mit spannenden Mechanismen. Also wirklich beide Spiele, grosse Empfehlung. Ihr wisst, wenn ihr das andere Video gesehen habt, ich bin nicht der grösste Adventure Room Fan, wenn es um Chef-Etagen geht, aber die Filialleiter selber ist ja nochmal etwas anderes. Und auch dort haben es wieder zwei Adventure Rooms in meine Top-Liste geschafft, weil einfach die Filialleiter vor Ort super nett waren im Vergleich zu denen ganz oben. Aber wie gesagt, mehr dazu im anderen Video. Auf jeden Fall Adventure Rooms in Bern mit der Jagd nach dem Heiligen Graal. Auch wenn wir dort relativ kurz nach der Eröffnung waren und noch das Schloss kaputt war. Ich habe gehört, jetzt soll es wieder gut funktionieren. Und darum wirklich, das Spiel hat recht viel Spass gemacht. Und das gleiche gilt für Adventure Rooms in Chur mit dem Hinterhalt. Das war einfach lustig, weil das ist so ein richtig klassisches Adventure Room Spiel, wie man es vor 4-5 Jahren gesehen hat, mit ganz vielen Schlössern. Also wenn ihr wirklich so ein Oldschool Spiel wollt spielen, Adventure Rooms Chur wäre dort so eine Anlaufstelle, die sind auch super nett dort. Dann haben wir hier Aargau Escape mit High Noon. Obwohl der Platz vom Spiel selber nicht so gross ist, sehr viele innovative Sachen, sehr netter Spielleiter. Das einzige hier ist, Aargau Escape tönt so, als ob man dort relativ gut noch ankommt. Aber Aargau Escape ist wirklich, das soll jetzt nicht böse tönen, aber wirklich so im hinterletzten Dörfli, wo man irgendwie Zug, S-Bahn und noch Postauto muss fahren, um dort ankommen. Also hier wahrscheinlich sogar eher mit dem Auto noch besser erreicht.
verfügbar, je nachdem, wo ihr wohnt. Aber abgesehen vom Standort, das Spiel wirklich relativ cool gewesen. Dann haben wir hier Inside Breakout in Zug mit ihrem The Ticking Heart Spiel. Wirklich ein Spielleiter dahinter, der das Spiel gemacht hat, der sich einfach sehr viel Mühe bei der Story gegeben hat. Es ist jetzt nicht das verrückteste eingeräumte oder ausgebaute Spiel, das ich je gesehen habe. Wirklich so wie eine eingerichtete Wohnung mässig. Nichtsdestotrotz, schöne Geschichte, schöne Story und auch einfach schön, wenn mal alles funktioniert, ohne technischen Defekt. Also da hat wirklich alles geklappt. Dann haben wir hier Room Escape Room in Zürich mit ihrem Geisterhaus. Room Escape Room habe ich euch ja schon im letzten Escape Room Video empfohlen. Sehr spannend eingerichtetes Spiel. Wenn ihr Lust habt auf ein gruseliges Spiel, dann ist das sicher eine tolle Anlaufstelle. Die haben momentan auch eine Petition online. Ich weiss ja nicht, ob die noch online ist, wenn das Video online geht, aber die haben ein Problem, dass sie ein Spiel müssen abreissen, weil die Vermieter oder die Baukommission oder wer auch immer dahinter irgendwie ein Problem damit hat. Und aber irgendwie war das nicht richtig abgesprochen gewesen. Auf jeden Fall schaut euch das mal an. Die können momentan jede Unterstützung sicher gut brauchen. Dann hatten wir hier Escape Puzzle mit der Escape Station. Ich weiss nicht, ob es das Spiel noch gibt, weil ich glaube, die haben ihre Location zumachen müssen. Aber das Coole bei diesem Spiel ist, dass das wirklich so eine Geschichte aus Puzzle erzählt und dass alle Codes, alle Schlösser, die du aufmachst, dass die etwas mit der Geschichte zu tun haben, die erzählt wird. Das war wirklich so auch historisch ein sehr spannendes Spiel gewesen. Und zuletzt auf meiner Empfehlungsliste auf jeden Fall auch Keimgang 188 mit dem Geheimnis von Mine. Es ist jetzt nicht ein besonders schwieriges Spiel, gerade für fortgeschrittene Spieler ist das Spiel vielleicht ein bisschen einfach, aber nichtsdestotrotz hat man wirklich gemerkt, dass Keimgang 188 mit jedem neuen Spiel, das sie jetzt gemacht haben, wirklich sich verbessert haben, wirklich tolle Mechanismen und coole Ideen, wenn auch ein bisschen einfach, aber wirklich trotzdem empfehlenswert. Dann würde ich jetzt, wie versprochen, auch kurz über meine internationalen Spiele reden, die ich so in diesen 200 Spielen gemacht habe, weil sich das ja viele noch gewünscht haben, weil ich das im letzten Video nicht so gemacht habe. Ich habe hier zum Beispiel zwei Spiele, die ich in St. Louis gespielt habe, das ist kurz nach Basel über die französische Grenze über bei Lambda Escape. Wir haben hier Secret Lab und Rabbit Hole. Secret Lab ist ein kleines Spiel, jetzt nicht unbedingt so mein Favorite gesehen, aber recht viel Rätsel, einfach auf sehr engem Raum. Und der Rabbit Hole ist so Alice in Wonderland angelehnt und das habe ich wirklich ein richtig cooles Spiel gefunden. Dann geht es um Escape Rooms, die ich in Deutschland gespielt habe. Da habe ich ein paar Spiele, die mir jetzt nicht so mega gefallen haben. Da haben wir zum Beispiel Mystery Rooms in München mit ihrem Secret Agent und mit ihrem Zeitreisenspiel. Die Spiele sind einfach ein bisschen veraltet, relativ klein, haben einfach von der Einrichtung her mir jetzt gar nicht gefallen. Dann auch Cat in the Bag mit der Skihütte. Das war übrigens in Berlin gewesen. Dort hat einfach wirklich viel technisch nicht funktioniert und der Spielleiter war so ein Teenager gewesen und hat einfach den Spielleiter nicht im Griff gehabt. Und hat auch nicht gemerkt, dass die Sachen kaputt sind und hat uns mega lange hängen lassen. Dort hat einfach so viel nicht funktioniert, dass wir am Schluss unser Geld zurückverlangt haben. Machen wir wirklich mega selten, aber wenn einfach so viel nicht funktioniert und der Spielleiter nicht einmal eingreift, ja. Dann haben wir hier Enmaze in Stuttgart mit dem Maya-Tempel. Das ist einfach so ein mega kleines Spiel, auch vom Platz her wieder. Und das ist mit einem Runbook. Wenn du ein Buch findest in einem Escape Room, wo einfach Schritt für Schritt, so wie ein Tagebuch, so erklärt wird in Rätselform, welches Rätsel das du musst lösen und welches das nachher kommt. Und ich echt so Runbooks nicht gern. Dann haben wir hier Team Escape in Köln mit dem Mr. Nobody. Das ist auch so ein Oldschool-Spiel. Und dort hat es einfach gewisse Gegenstände gehabt, die du mehrmals hast müssen brauchen. Und ich finde es immer viel angenehmer, wenn du einen Gegenstand einmal gebraucht hast, dass du ihn dann nachher kannst weglegen kannst und weisst, hey, du brauchst ihn nicht nochmal. Aber es gibt immer noch Escape Rooms, wo du Sachen plötzlich mehrfach brauchst und das finde ich aber nicht so cool. Dann haben wir hier die drei Fragezeichen nach der Illusion in Köln. Da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich mehr von einem Franchise wie die drei Fragezeichen einen kleinen, kühleren Escape Room erwartet hätte, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die Dekoration war recht mangelhaft gewesen. Vor allem, du startest in einem Raum und kommst nachher in einen zweiten Raum hingehen. Und der zweite Raum sieht einfach nochmal dreimal schäbiger aus als der erste Raum. Ich hätte mir einfach mehr erwartet von
die drei Fragezeichen. Weil die sind recht bekannt, recht cool, tolle Hörspiele. Ich denke, dass der Escape Room vielleicht ein bisschen mehr bietet, aber hat er leider ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir hier Exit Games in Stuttgart, das Vermächtnis vom Captain. Der einzige Grund, wieso das in meiner Bottomlist gelandet ist, ist, weil dort die Sachen nicht richtig aufgesetzt waren vom Spielleiter. Also Sachen schon offen waren, die eigentlich noch hätten zu sein sollen. Was uns ein bisschen verwirrt hat. Zudem war das Spiel eher ein bisschen klein. Es war nicht mega, mega schlimm. Dann haben wir hier Escape Games München, der Kunstdieb. Auch hier eigentlich eine mega coole Idee. Der einzige Grund, wieso es in meiner Bottomlist landet, ist, weil wir dort recht viel vom Spiel haben können. Mega easy überspringen. Nicht mehr auf eine Lösung kommen können. Schon viel zu früh, als dass man eigentlich hätte sollen. Und man durch das relativ viel können überspringen. Und die Spielleiterin hat uns dann schon nochmal zurückgepfiffen und gesagt, hey, kommen bitte nochmal zurück. Der hat hier relativ ein grosses Stück übersprungen. Aber ja, das sollte eigentlich in einem Spiel nicht können passieren. Und dann haben wir hier noch Final Escape mit Roboter Paranoia in Berlin. Irgendwie ist der Flow vom Spiel nicht so recht standgekommen. Es hat recht wenige Rätsel gehabt und die waren dafür relativ kompliziert gewesen. Und recht viel so Red Herrings, also so Sachen, wo der Mensch, sie sind wichtig, aber sie sind eigentlich gar nicht. Mit dem Spiel bin ich echt nicht so warm geworden. Dann ein Spiel in Deutschland, wo weder besonders gut noch besonders schlecht war, sondern so ein bisschen im Mittelfeld gelandet, haben wir hier Exit Games in Stuttgart mit dem Schlüsselmacher, N-Maze in Stuttgart mit dem magischen Hut, House of Tales in Berlin mit dem Henker, Smart Rooms in Berlin mit dem Raumschiff, Rätselhaft, ich glaube, es war in Freiburg, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, mit Bruder Bertholds Höllenformel. Dann haben wir hier One Hour Left in München mit Außer Kontrolle, Adventure Rooms in Köln mit Black Queen, dann Utopia in Berlin mit Piratenhütte, Escape Games in München mit dem Tut endlich Amun, nochmal Escape Games in München mit dem Tresor, dann Final Escape in Berlin mit dem Puppeteer, Final Escape in Berlin mit dem Geisterschiff, Illuminati Escape in Berlin mit dem Alien Grill, nochmal Illuminati Escape mit dem Jackpot, Exit Room in Berlin mit dem Piratenspiel, nochmal Exit Room in Berlin, aber das mal mit dem Haubling, Team Escape in Stuttgart mit der Galerie und mit dem Spiel Süße Rache, dann hier Labyrinth Room in Berlin mit dem Wizard's Cabinet und Gleichanbieter mit dem Da Vinci Spiel und am Schluss noch Cat in the Bag mit dem Bunker Spiel. Das sind so ein bisschen die mäßig guten Spiele, so ein bisschen die Mittelfeld. Aber auch hier gibt es in Deutschland Spiele, die mir besonders gut gefallen haben. Zum Beispiel haben wir hier House of Tales in Berlin mit One Night in Hong Kong. Nicht jugendfrei, aber wirklich Storytelling hier recht cool gemacht. Dann Escape Games in München mit dem Zauberer. Da hat mir einfach das Thema mega gefallen. Und wirklich auch so magische Rätsel, wo du etwas auslöst, sich etwas bewegt oder ändert, wo du gar nicht damit gerechnet hättest, dass dort dann etwas ist, wo wirklich also mega coole Effekte hat. Und dann hier Alice im Smartland von Smart Rooms in Berlin. Die haben wirklich eine recht coole Rätsel gehabt und wirklich auch viele Rätsel und verschiedene Rätsel, wo wirklich mal logisch denken gefragt ist, mal Mathematik, mal so ein bisschen ein Wortspiel. Und da ist wieder Geschicklichkeit gewesen. Wirklich viele verschiedene Sachen hat mir sehr gut gefallen. Dann One Hour Left in München mit Hypnose Psychose. Das ist, glaube ich, das gruseligste Spiel, das ich je gespielt habe. Das ist immer noch so eine Story, wo ich und meine Kollegen, die Escape Room spielen, uns sehr oft schon erzählt haben, wie ich dort schreien am Boden gehockt bin, weil mich irgendetwas verklüpft hat. Wirklich ein cooles Spiel. In Stuttgart, Exit Games Welt der Schatten. Ein sehr spezielles Spiel, ohne zu viel zu verraten, aber es hat einen Teil, wo man komplett im Dunkeln ist. Also es ist schon einmal speziell, dass man Escape Room im Dunkeln hat. Da muss man ganz anders denken. Etwas ganz Neues gesehen und hat gleich mega Spass gemacht. Smart Rooms in Berlin mit dem Geheimzimmer. Da hat mir mega gefallen, auch wie es Alice im Smartland, weil es einfach mega viele Rätsel hatte und komplett unterschiedliche. Wirklich auch Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Darum wirklich auch grossen Daumen auf nochmal ein Smart Room für all das Spiel auf jeden Fall. Dann geht es zum Exit Game in Berlin. Zum einen haben wir hier Pottsfield Sanatorium. Zum anderen haben wir hier Biggs The Legacy. Wirklich beide Spiele mega coole Story, die so ein bisschen mystisch, so ein bisschen dunkel, aber immer noch mega cool ist. Grosse Spiele zum Teil. Und wirklich auch die Spiele sind in einem Bunker innen. Das ist doch schon ein ganz spezielles Setting. Also wenn ihr zu Berlin wollt spielen, auf jeden Fall dort vorbeischauen. Grosse Empfehlung.
zu meinen absoluten Favoriten. Und zwar zu The Room. Die sind auch in Berlin. Ich habe von ihnen gespielt Go West, The Last Treasure. Und ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingsbild, das ich je in einem Escape Room gemacht habe. Und zwar Brandon Darkmoor. The Room in Berlin ist bekannt, weil die in weltweiten Escape Room Rankings sehr weit oben schon gesehen sind in den vergangenen Jahren. Du hast wie ein Schauspieler, der dich am Anfang mitnimmt in die Geschichte hinein und auch am Schluss wieder in Empfang nimmt. Und ja, einfach wirklich Mechanismen, die sehr aufwendig sind gemacht wurden. Der finanzielle Aufwand, so sucht man seinesgleichen in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Einmal von denen, die ich gespielt habe. Dann würde ich sagen, kommen wir noch ganz kurz zu Amerika. Kurz, wo ich noch über Top & Flops in Amerika kurz reden würde. Laboratory mit Laboratory Escapes ist einfach kein wahnsinnig tolles Spiel, weil es sind einfach ganz viele Boxen, die in einem Raum auf einem Tisch verteilt sind und mehr nicht. Also nicht wirklich ein toller Escape Room, was Storytelling oder Dekoration angeht. Oh Gott, da haben wir Quest Room mit Red Giant. Da haben wir ein kleines Problem gehabt mit dem Spielleiter. Wir haben aus Versehen etwas eingeklemmt, ohne dass wir wollen, dass es sich einklemmt. Und dann haben wir es nicht mehr rausbekommen und wir hätten es aber noch gebraucht. Und dann haben wir am Schluss verloren, weil wir nicht mehr weitermachen konnten. Und der Spielleiter hat uns auch nicht wollen, können helfen können. Und es war einfach kein tolles Erlebnis gewesen. Dann haben wir hier Amazing Escape mit Starlight Lounge. Das Spiel ist einfach recht veraltet. Und eher klein. Von Trapology in Boston, Drunk Tank, genau das gleiche. Das Spiel ist einfach langsam ein bisschen veraltet, wo du auch wirklich noch in Handschellen bist. Der Spielleiter hat mir das komplette Spiel in Handschellen machen, weil wir einfach den Handschellenschlüssel, den wir am Anfang finden konnten, nicht gefunden haben. Und der Spielleiter hat es nicht für nötig gehabt, dass er uns einen Tipp gibt, dass wir das komplette Spiel in Handschellen gelöst. Also wirklich auch nicht so ein toller Spielleiter gehabt dort leider. Ihr seht, recht viele schlechte Erfahrungen hängen auch damit zusammen, wenn ein Spielleiter einfach nicht wirklich gut reagiert hat. Escape the Room, The Apartment. Ein sehr altes Spiel, das man wie auch Rätsel kaputt machen kann. Im Sinne von, da wird zum Beispiel etwas über ein Bücherregal gefragt. Welches Buch ist dort in der zweiten Reihe von links, das dritte Buch? Welches ist das? Und du so, ja, ich habe keine Ahnung mehr, ich habe das ganze Bücherregal rausgeräumt. Und dann kannst du das Rätsel wie gar nicht mehr lösen. Sehr alt, schlechte Rätsel, wirklich, kann ich nicht empfehlen. Das gleiche ist ein bisschen bei der Dick, auch von Escape the Room in Boston. Auch dort, wir haben irgendwann einen Schlüssel in einen Schlitz reingelassen, in der Hoffnung, dass etwas passiert, aber eigentlich dürftest du in den Schlitz gar nicht reinlassen, aber es ist gar nicht angeschrieben. Wir haben wirklich gemeint, es sei Teil vom Spiel. Und dann die Spielleiterin müssen reinhelfen. Also es war wirklich nicht so toll gemacht gewesen. Dann habe ich hier alle drei Spiele von Puzzle Break in Boston. 20,000 Leagues. Wir haben The Grim Escape und Midnight Carnival. Einfach kein gutes Rätseldesign. Viel zu lange, viel zu schwere Rätsel. Es gibt auch Rätsel, die nicht in einen Escape Room gehören. Du tust kein komplettes Kreuzwort-Rätsel-Sudoku in einen Escape Room rein. Hast einfach das Rätseldesign in diesen Räumen mir gar nicht gefallen. Dann hier in Albany haben wir All In Adventures, den Superhero, gespielt. Richtig, richtig billig gemacht, das tut mir mega leid. Also wirklich so an einer Shopping-Mall innen. Also nein, wirklich geht gar nicht. Ja, einfach sehr, sehr billig gemacht. Dann haben wir hier Mission Escape in New York mit Escape the Initiation. Initiation, ich habe kein Englisch mehr. Ist einfach ein uraltes Spiel, ein bisschen veraltet, nicht sehr gross. Dann haben wir hier Breakout KC mit Runaway Railcar. Ist einfach viel zu einfach, viel zu einfach gewesen. Dann haben wir hier Maze Rooms mit Wizard's Tower. Dort war das Problem gewesen, dass du einfach Sachen gehabt hast, die so viel schon abgenutzt waren, dass du zum Rätsel fast gar nicht mehr gekannt hast. Also wenn du zum Beispiel auf Bücher wie Zahlen oder einen Code geschrieben hast, dann war die Farbe auf diesen Büchern schon so abgewetzt, gewesen, dass du den Code gar nicht mehr richtig erkennen konntest. Spricht echt dafür, dass man die Sachen wieder mal erneuern muss. Und zuletzt, Escape the Room mit Cartman's Escape Room hat mir gar nicht gefallen. Also, der müsste schon ein bisschen South Park-Fan sein, weil das ist so ein South Park-Spiel. Es hat so viele Sachen, wo du denkst, dass sie Rätsel und dabei sind es gar keine Rätsel. Es sind Mechaniken kaputt gewesen. Also, das Spiel war einfach eine coole Idee gewesen, aber recht schlecht umgesetzt von der Technik her. Dann einen ganzen Haufen mittelmässige Spiele, die ich in Amerika gespielt habe. Wir haben Get the Beep Out mit The Experiment. Ich habe gehört, die schliessen jetzt leider in Foxborough, Five Wits, Espionage, nachher Esk,
escape, a nuclear bomb in Los Angeles, dann Steal and Escape, Mysterious Stranger in San Diego, das Spiel gibt's glaube ich mittlerweile nicht mehr, das ist ersetzt worden, dann Egyptian Tomb von Clue Chase, Fuzzy Logic mit Villain's Lair, dann hier Escape Room, wo nur mit Audio funktioniert hat, von Trapped Puzzle Rooms, heisst Baby, dann Room Escape Boston mit Bomb Room, da habe ich mit den Leuten von Room Escape Artists dürfen zusammenspielen, dann hier Room Escapers mit Pansia. Ihr seht, die Qualität war leider nicht gerade die beste. Und dann haben wir hier Room Escapers mit Organized Chaos in Boston. Dann Emergency Exit, The Exorcist. Dann Jurassic Escape, Escape the Room in Los Angeles. Wir haben The Clock Tower von Escape the Room in Boston. Wir haben Dracula Final Hour bei Fox in a Box in Los Angeles. Wir haben Final Call von Escape One. Algarve, Algarve, weiß ich leider nicht, wie man es ausspricht. Und von der gleichen das Atlantis-Spiel. Dann The Hustler von Trapology. Crush Death von Trapology in Boston ist auch so im Mittelfeld. Genauso wie The Steampunk Train von Trapology in Boston. Von AD Escape Room in Boston, Half Treasure Map und Secret Chamber. Und nachher kommen alle drei Spiele von Magic IQ Room bei Los Angeles, Secrets of Wizardry, Pirate's Den und All Curse of Mummy. Dann Escape Era mit Arcade, Maze Rooms in Los Angeles, zum einen Magic Kingdom, zum anderen World of Illusion, solide Spiel. Dann haben wir zum Schluss noch 60 Out, auch in Los Angeles, Alice in Wonderland, Hyde Circus, Houdini und Time Machine, auch ein solide Spiel. Last but not least, bevor alle abschalten, kommen jetzt noch meine Lieblingsspiele, die ich in Amerika gemacht habe. Dort gehört von Emergency Exit auf jeden Fall The Beast dazu. Wirklich wahnsinnig tolles Storytelling, nochmal viel kreativere Rätsel, als das sie bei The Exorcist gemacht haben. Sehr empfehlenswert. Dann von The Escape Game, The Gold Rush. Wirklich so ein Classic-Theme, coole Rätsel, Überraschung in der Mitte, kann ich sehr empfehlen. Novel Escape, hier mit 20,000 Leagues Under the Sea, hat einfach eine mega herzige Spiel-Introduction gehabt und recht kreative, so Hands-on-Rätsel, wo du selber so geschicklichkeitsmäßig etwas musst an den richtigen Ort anlegen und dann siehst du plötzlich wie eine optische Illusion und wirklich recht cool gemacht. Von Trapology, The Retreat, ist wirklich so eins von meinen Lieblingsspielen, das ich ganz allein gespielt habe. Weil in Amerika kann man zum Teil Escape Rooms auch alleine spielen, obwohl es eigentlich mehr für Gruppen gedacht ist. Dann von Five Wits, 20,000 Leagues. Five Wits ist ja nicht so typisch Escape Room-mässig, sondern mehr so Storytelling, Geschichte erleben, Adventure-mässig. Und dort hatte ich einfach einen wahnsinnig tollen Spielleiter gehabt. Dann von Room Escapers, The Pirate's Booty, einfach wahnsinnig lustige Leute in diesem Spiel mit mir zusammen gehabt. Und es waren auch lustige Rätsel, die irgendwie Spass gemacht haben, wo wir eine lustige Zeit hatten. Dann von Quest Room, The Da Vinci Challenge, wirklich sehr schön gemacht, sehr herausfordernd und aber auch ein mega cooles Ende vor allem. Das kann ich sehr empfehlen. Die Unlockables in San Diego mit Sisters Secret war ein gruseliges Spiel, aber wir hatten recht viel Spass gehabt, weil da ist jemand erschrocken und die anderen mussten nur lachen. Schöne, spannende Rätsel auf kleinem Raum, aber wirklich den Platz schlau eingesetzt. San Diego Style and Escape The Expedition. Wirklich spannend, weil dort mal nicht ist, dass du 60 Minuten Zeit hast und Zeit läuft ab, sondern du hast einfach einen gewissen Öltank und du musst den immer voll behalten. Je mehr Sachen Strom brauchen in deinem Spiel, desto mehr Treibstoff wird auch gebraucht und du kannst zwar zum Teil wieder nachschütten, aber du musst auch Sachen wieder abstellen, damit es nicht zu viel Fuel braucht und wenn du noch nicht alle Rätsel gelöst hast, bevor dein Tank aufgebraucht ist, dann hast du verloren. Also es ist wie so mal etwas anderes, was ein bisschen mit Ressourcenmanagement zu tun hat, recht spannend gesehen. Hatch Escape mit Lab Rats hat einfach die kreativsten, spannendsten, verrücktesten Rätsel, die ich in Los Angeles und Umgebung gesehen habe. Dann Maze Rooms mit Dragon's Lair und auch Pharaoh's Tomb haben einfach schöne Storytelling, lustige Rätsel, hat man einfach eine gute Zeit, alles funktioniert. Dann haben wir hier Quicksand Escape in San Diego mit Speakeasy und ihrem Channel
Chinatown Spiel. Die haben wirklich so eine schöne Mischung aus klassischen, traditionellen Rätseln mit einem Twist, aber auch ein bisschen Elektronik. Die haben wirklich so ein bisschen Best of Both Worlds gehabt. Super nette Spielleitung, wirklich alles hat funktioniert. Auch die kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich hier Red Fox Escape, eines mit The Heist und eines mit dem U-Boot. Super nette Geschäftsleitung vor Ort, sehr, sehr nett. Lustige, spannende Spiele mit Aha-Effekten und Sachen wie Game Gang, die plötzlich auftauchen. Auch das auf jeden Fall eine grosse Empfehlung. Und zuletzt mit den besten Spielen in Amerika ist sicher Boxeroo oder Boxaro. Wahrscheinlich eher Boxeroo, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir hier Conundrum Museum, Magic Study und Storyteller's Secret. Super tolles Storytelling in allen drei Räumen. Komplett verschiedene Rätsel, was sie sich auch wirklich sehr originelle Sachen haben einfallen. Wirklich auch anspruchsvoll. Also auch für geübte Spieler auf jeden Fall eine tolle Herausforderung. Und das sind meine Top und Flops auch aus Amerika noch gewesen. So, das wär's gewesen. Sicher ein sehr langes Video wieder geworden. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Update-Video gefallen hat zu meinen neuen Top und Flops in der Schweiz, aber auch jetzt noch nachher drei, was für Spiele mir in Deutschland, Frankreich und Amerika gefallen haben, die ich gespielt habe oder eben nicht gefallen haben. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Spiele das euch in der Schweiz, in Deutschland oder Amerika oder wo immer gefallen haben oder eben nicht gefallen haben. Dann hoffe ich, ihr könnt den einen oder anderen Tipp aus diesem Video mitnehmen, welches Spiel das sich vielleicht noch lohnen würde, gut spielen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. I hope you like this video. See you hopefully next time. I'm Smiley Peace Fan. Bye! Thank you.